Hallo und herzlich willkommen zurück zu Islanders hier bei mir beim V1976. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir können direkt anfangen. Wir machen direkt eine neue Karte. Also machen auch Fortsetzen, dann sieht man nochmal, dass wir nichts Neues bekommen haben. Wir haben halt keine Punkte über und können auch keine neuen Gebäude uns halt holen. Dementsprechend machen wir jetzt hier weiter. Gut. Hallo Faro, hallo Tienchen, Iris und Tom Lange und Worry und alle anderen, die noch da sind. Wir kommen nämlich gerade noch aus einer anderen Session. Ne? Aber so, machen wir eine neue Karte. Auf zu neuen Landen. Du behältst deinen aktuellen Punktstand und das Spiel geht auf einer neuen Insel weiter. Du kannst nicht zur aktuellen Insel zurückkehren. Das ist mir bewusst. Okay, dann geht's los. So, schauen wir mal, was wir da bekommen. Hört man da so Musik und so weiter? Die Punkte, ich habe gerade einen Pling gehört, aber okay. Okay, ist eine recht große Karte. Wir könnten hier noch raus. Hier wären auch noch kleinere Standorte, wo wir ran könnten. Hier hinten haben wir Gold. Ja, hört man. Jo, bin auch da. Dann ist ja gut, Bobby. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Eine Algenfarm oder eine Mühle. Ja, Mühle könnten wir tatsächlich hier hinten aufbauen. Hier wäre relativ viel Platz. Und die Algenfarm natürlich dann hier unten oben am Strand. Nehmen wir zuerst die Mühle. Was soll ich mit drei Mühlen? Okay. Was ist das da? Ach, Vögel, okay. Ich dachte gerade, was ist das denn? Das sah echt komisch aus gerade. machen wir mal hier. Dann hier. Ach, guck mal, hier können wir sogar 15 Punkte. Was Totem noch mit drin haben. Ist das ein Totem? Keine Ahnung. Statue, Steife. Okay. Gut, wir haben genügend Punkte, um Neues aufzumachen. Steinmetz. Steinmetz oder Holzfäller. Holzfäller könnten wir auch machen. Wir haben relativ viel Holz hier. Sägemühle und Holzfäller. Okay, dann mal gucken. Wir haben 11 Punkte. 11 Punkte von der Seite, auch 11. Mal weiter runter gehen. Hier auch 11. Machen wir mal so. Da dürfen wir nicht zu nah ran. Hätten wir aber auch 11 Punkte. Mal 7. Gucken wir mal hier unten. 10. Das ist doch auch nett. 10 Punkte. 5. 7. Wir könnten auch noch hier unten hin. 6 Punkte. 7 Punkte auch. 7. Hätten wir auf der Seite auch, ne? Ich wollte halt nur noch mal gucken. Okay. Dann 7. 14. 14. An den hier unten kommen wir nicht ran. Na, schade. Dann stellen wir es weiter hier rüber. 14. Weil wir hier auch wieder einen Malus drauf haben.
Hier auch 14. Okay. Läuft. Könnte man ja mal die erste Stadt nehmen. Ohne Wore geht hier nichts. Ganz sicher, das wird glatt rot. Da werde glatt rot, ja. Fast. Fast nichts. Ein Steinmetz oder sollen wir die erste Stadt anfangen? Ich würde gerne hier die Statue mitnehmen wollen. Da passt halt nicht so viel drumherum, ne? Fangen wir hier unten mit der Stadt an. Wir haben noch ein Sägewerk dazu bekommen, okay. Wenn die 14... Ach, schade. Okay. So, dann... Das ist sehr wenig. 20. Sehr wenig Platz halt rundherum. Ist okay, komm. Villen würde ich mir wieder behalten. Da würde ich warten, ob man nicht nochmal so ein Stadtzentrum bekommt. Ansonsten, ja, schauen wir mal. So, neu. Oh, wir haben Schamanen. Nehmen wir mal den Schamanen. So, der nimmt Blumen, glaube ich. Ha, hier gibt es nicht so viele Blumen. Da hätten wir welche. Hier auch. Hätten wir 11. Was können wir denn hier hinten? Ja, okay. Plus, minus 0. 5. Ist natürlich nicht die Welt, ne? Mal 11. Ja, ist halt vielleicht zu wenig Blümchen. Wenn's schneit. Gut. Ich glaube, da müssen wir die Villen doch bauen. Ja, es reicht nicht. Nur 10 Punkte. Gut, dann... Schauen wir mal. Behalten wir den Rest. Fischer. Oh, nicht schon wieder. Nur eine Mühle. Wir sind ja allein schnell. 10. Minus 50, ist auch nicht schlecht. Na, guck mal, dass wir die platzsperrend irgendwo noch hinstellen können. Hier unten noch irgendwo? Ja, hier. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, ne? Also... Gerade macht das echt. Nur wenig Punkte. 13. Okay. Geht.
Sehr gut, dass du schon auf Windenergie setzt. Ja, es könnte auch möglich sein, dass es tatsächlich nur Windmühlen sind, wo eigentlich Weizen hergestellt werden soll, aber okay. Immer am Boden. Ich habe die Befürchtung, dass das alles in einer Pleite endet. Das Glas heute schon ein bisschen. den Sass hast du dir kopiert, oder? Wollte ich nämlich gerade auch sagen, Mori. Nee, schon mal nochmal neu geschrieben. Es kam heute schon ein paar Mal vor. Da ist unser Stadtzentrum. Na toll. Jetzt macht das Sinn, hier hinten den hinzustellen und jetzt sehen die alle hier. Okay. Ich nehme die 31 hier hinten. Oh, warte, oh. 31 immer noch? Immer noch 31? Okay. 31. Gekauft. Oh. Kommen wir hier noch? Da kommen wir noch nah genug dran. Das heißt, wir stellen die auch weiterhin hier auf. So, Brunnen. 25 ist auch gut. Und ein Sägewerk. 7. Naja, weg ist weg. So. Eine Hütte. Ich glaube, die Hütten waren auch nicht so gut, ne? Mal schnell gucken. Nee. Ja. Schade. Obwohl wir hätten hier einen Punkt, nur Abzug. Hätten wir 18. Dann nehmen wir die 18. Nochmal. Ah, okay, der Schamane, der bringt ja hier wieder nix. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Dom, danke dir auch. Bis zum nächsten Transportfieber-Stream. Gerne. Freue ich mich drauf. Mach's gut und bis bald. Ja, das bringt ja so weiter gar nichts, ne? gehen wir mal nach vorne. Das bringt auch nichts. 5 Punkte, 10 Punkte. Ja, machen wir die 10 Punkte hier vorne. Dadurch, dass es schneit, haben wir hier mit dem Schaman eher Probleme. Aber gut. Guck mal, das passt nicht ganz genau da rein. Schade. 16 Punkte, das glaube ich okay, ne? Hier gibt es 17. Dann nehmen wir 17. Hier gibt es noch 15. Hier gibt es auch noch 17 Punkte. 17. 17 ist gut. Wir behalten die noch Parks. Sehr gut. Hier willen, obwohl wir könnten mal gucken. Ja, 8 Punkte. Ne? Also, für wenn wir da direkt dran bauen, ins 9, dann können wir die Villen jetzt auch setzen.
Ja, warum nicht? Ach so. Gut. Ja gut. Parks. 7 Punkte. Setzen wir den mal da ran. Hier sind es 10. Und schauen wir mal. Ein Plateau. Ein Plateau. Und 12 Punkte. Ich setze mal hier hin und hoffe, dass ich irgendwas bekomme, was ich hier oben draufstellen kann, was dann im Radius dann ja uns viele, viele Punkte bekommen, bescheren wird. Hier oben hat man, glaube ich, 18, hier sogar 20 jetzt durch den Schamanen nochmal 2 Punkte dazu. Eigentlich 21, aber naja, die Mühle ist halt dabei. Nicht so schlimm. Das sind die Villen, ne? Genau. Okay. Dann. Nee. Ja. Gut. Die haben wir auch noch. Da geht nichts mehr hin. Ach, da ist ein Park, okay. Warum kriege ich denn da nichts hin? Mal 17 Punkte. So, was nehmen wir jetzt? Ja, den Turm. Ja, nehmen wir einen Turm. Da haben wir 17 Punkte. Das hört sich doch gut an. Hier nur 11. Ja, können wir später vielleicht da hinten weitermachen. 17 hat man hier. Schön eng bauen. Vielleicht nochmal hier vorne einen hinstellen. Können wir da vielleicht nochmal den rausgezogen. 15, 16 Punkte. 20. Jo. Hier gibt es auch 20, aber den will ich nicht vollstellen hier. Die geben auch einen Punkt. Okay, aber hier kriegst du trotzdem 20. Schon mal mitten in der Stadt. Ach, wir könnten ja noch hier oben stellen. Dann steht er uns nicht im Weg. Obwohl, da kann ich eh nichts mehr hinstellen. Das ist eh egal. Wir stellen ihn einfach mal dahin. Villa. Nee. Das war so. Punkte. Was hat man hier oben? 10. Okay. 14. Ein Lager. Ah, nochmal ein Plateau. Sehr schön.
Und 11. Wir kriegen auf der anderen Seite auch nicht mehr. Wir hatten es ja eben schon mal hier hinten hingestellt. Auch nur 11. Boah, okay. Das ist traurig. Wir haben nicht genügend Sachen, dass wir das da reinstellen können. Jetzt mal bei den Mühlen hinten gucken. 18. Mehr werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, ne? Nee. Ja, komm, stellen wir hier hin. 18. Mal eine Hütte. 21 jetzt schon. Plateau. Start zu nah dran. Ne? Ich dachte, ich könnte die ineinander schieben, aber geht gar nicht. Machen wir mal so. Mal gucken, wenn wir da noch ja, Zirkus oder sowas bekommen. Ne? Den Tempel, Zirkus. Weiß nicht, ob ich die nebeneinander stellen kann, aber wir probieren es einfach mal. Dann haben wir noch eine Villa. Punkte, okay. Und ein Haus. Na, hier wird schon unrentabel. 10. 12. Okay. Bräuchten noch mal ein Stadtzentrum. Ah, guck mal hier, Zirkus. Gerade vom Stadtzentrum gesprochen und dann, da ist es. Ich stell's mal hier dran. Können wir da noch eine Villa mit dran machen, hinten rum. Und vorne rum machen wir dann normale Häuser. Na, guck mal, wir wären auch schon so weit. Wir könnten eine neue Insel anfangen. Aber wir machen so weit, wie es immer geht, bis wir keine Punkte mehr haben. 25, das hört sich doch ganz gut an. Wie sieht es hier hinten aus? 31, das hört sich noch besser an. Das ist eher schlecht. 22, 3. Okay, das ist vielleicht dann hier besser. So, noch eine Hütte. 21, bleiben wir dabei. So, jetzt schauen wir nochmal. Zirkus. Oh, der steht zu weit weg. 32. Der Stelle. Schade, ich dachte, der hätte einen größeren Radius. Hätte man ihn schön da alles mitnehmen können. Gut. Der Zirkus ist für das popelige Volk sozusagen. Scheint. Wir könnten den Zirkus noch behalten und noch mehr Häuser hier rundherum stellen. Dann kriegen wir vielleicht noch ein paar mehr. Könnte man eigentlich machen, ne? 7 Punkte. Okay. Auch 7, aber nur, weil wir hier Abzüge haben. Okay. Interessant. Auch 9 Punkte. Ich glaube, ich werde die nicht hinsetzen. Wir haben ja die Möglichkeit, noch was auszusuchen. Na, jetzt hätten wir die Goldmine. Wir nehmen den Steinmetz. Schauen wir mal. Wir hätten nochmal die Hütten.
aus. Das ist keine Villa, sonst hätte ich zuerst die Villen hier hinten noch hingestellt, aber... Mach mal so. Nehmen wir dahinter noch Platz. Dann 13, 18. Hab ich da gerade 19 gesehen irgendwo? Nee, wahrscheinlich, weil es da auf die 9 übergesprungen ist. Wie sieht's hier hinten aus? Da können wir sogar minus 5. Ach, durch den Schaman, okay. 3 durch den. Durch das Lager. Okay. 16. 16. Na, dann bleiben wir bei 16. Hier wären 13. Wir nehmen mal einfach jetzt die Sachen mit. Bevor wir alles hingestellt haben, vielleicht können wir dann andere Werte noch zusammen. 31. 31, hier wären es nur 24. Hier mal 31. Haben wir die Ding ist noch mit drin. Ach, guck mal, hier hinten hat man noch das Lager mit dabei. 21, 23. Ach, der hat, glaube ich, selber einen Malus, ne? Minus 20, genau. Was hat man hier vorne? 31. Nee, dann bleiben wir hier. 31. Mal das mal mittig hier aufsetzen. Jawohl. Ups. Okay. War das nicht? Doch hier, 13. Na guck mal, 18 sogar hier. Dann nehmen wir die noch mit. Und wir können neue Sachen nehmen. Ah, das Ressort. Ich glaube, das hat beim letzten Mal schon nicht richtig funktioniert. Ah. Mühle, Holzfäller, Ziegeleien, Haus, Algenplantage, Villa, Steinmetz, Lager, alles. Stadtzentrum, Sägewerk, Goldmine, alles minus. Hopfenfelder würden gehen, das Plateau, Wasserplateau. Ach, guck mal, das Plateau, okay, aber Parks, Brunnen, Statue, Felder, Fischer, okay. Brauerei, nee. Blumen und Baum. Dafür steht alles andere im Weg, was dann Minus gibt. Dann nehmen wir mal die Goldmine. Schauen wir mal ganz kurz halt mal. Minus 30, ein bisschen weiter rüber. 22. 23. Mal auf der anderen Seite gehen. 21, okay. 26? Ich habe gerade 26 gesehen. Okay. Bleibt dabei. Okay. Ich will noch gucken. Da 23. 24. 25. 25. Nehmen wir 25. Unseres. So. Wir hätten den Juwelier, der hat schon mal von Hause aus minus 35. Plus 10.
da stehen die Häuser zu nah dran. Die Goldmine würde ihm noch 30 geben und eine Statue 6. Villa sind 5 Punkte. Kriegen wir den hier unten hingestellt? Hier hätten wir 16. Was hatten wir hier oben? 10. So, dann stellen wir hier hin. 16. Mehr kriegen wir nicht. Oder wir behalten ihn und gucken, dass wir nachher dann bei der Villa dann irgendwie noch bei der Mine. Ja, aber ne, wie gesagt, da müssen wir halt da noch mehr Villen hinstellen. Wenn wir jetzt eine Villa da hinstellen, hätten wir zumindest schon mal plus minus null. Der wird hier minus machen. Minus 11, ja. Etwa 46. Ja, da wollte ich aber noch den Zirkus hinstellen, ne? Den wollte ich hier hinmachen. 32 sind es jetzt. Haben wir noch Häuser? Ne, haben wir nicht. Können wir schon neue? Ne, können wir auch noch nicht. 13 Punkte. 15 hatte ich da gerade. Yep. Eine Holzfällerhütte. 9. Na, mehr kriegen wir da eh nicht. 9. Meins. Stell vor, ein großes Glas trüben Apfelsaft hin. Oh, okay. Ohne Sprudel. Da sind sie wieder, die Vögel. Schweigung daher, was ist das? In einer geraden Linie rübergeflogen sind. Er sah komisch aus. Gut. Siehst du, hier wären wir jetzt bei 0. Aber wenn wir das hier hinstellen und die Villen einfach jetzt hier so weiterbauen, könnten wir da schon ein paar Pünktchen bei rausholen. So, dann gucken wir mal, dass wir den Zirkus hier hinkriegen. Hätte ich bestimmt noch ein paar Pünktchen rausholen können. 36. 36. Okay. Der ist unser. Ein Tempel. Guck, jetzt haben wir hier tatsächlich schon 2 Minuspunkte drin. Mal hier irgendwo. tatsächlich, das ist immer noch die beste Möglichkeit hier, die Häuser hinzustellen, die Hütten. Ohne viel Punktverlust. Normales Haus. Ach, guck mal, die 3 Punkte kriegen wir jetzt auch noch. Ja, dann stellen wir den da hin. Der ist Marktplatz, ne? Ja, der Markt mag keinen Tempel. Minus 45, was ist denn hier los? Und der ist auch noch so weit weg von der Stadt. Oh nein. Oh, guck mal, hier gibt es 20 Punkte. 10 Punkte für die Villen. Wenn wir bei plus 16. Das ist ja nix. Zirkushülle auch nicht. Die Mühlen sind auch böse.
Schade. Noch ein Plateau? Vielleicht hier vorne, weil hier kriegen wir 40 Punkte für die Statue. Ich frage, ob die das Plateau so nah rankriegen, aber ich glaube nicht, ne? Dass wir das dann da hinstellen könnten. Minus 95. Kriegen wir noch mehr hin, oder? Mehr Minuspunkte. Ah, okay. Simpson nach dem Icelanders-Team dann noch eine Runde Transportfieber 2 weiter? Nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Muss mich ja auch irgendwann mal ausruhen. Hier hätten wir 21, 23. Mal ein bisschen drehen. 23. 23. Was haben wir hier unten? 12. Okay, dann nehmen wir die 23. Jo. Sehr gut. Können wir noch ein Plateau? Stadtmauern. Das Ressort, ich. Das. Boah. Nee, komm, nehmen wir Stadtmauern. Wenn wir die anständig drehen, geben die auch sehr viele Punkte. Hier zum Beispiel 21. Das ist schon nicht schlecht. Gucken wir mal ganz unten. 11, 18 war das meiste da gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. An der Stelle. Wenn ich es dann wieder hinkriege. 19, da wären 19. Sieht es hier aus? Da gibt es nicht allzu viel. Wenn wir es drehen, kriegen wir hier 12 Punkte. Ja, dann geht es hier rauf. 21, 27 sogar. Wenn wir weiter reingehen. Sehr schön, sehr schön. 27. Nehmen wir. Wie sieht es aus? Kriegen wir da noch eine hin? 8. 1. 8 Punkte. Man sieht halt, dass diese Kreise davor und dahinter, da kriegst du die Punkte für. 14. Für den will man auch 7 bekommen. Gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube, dann war hier mit den 18 oder so, die man da. 19. War das schon okay. Dann nehmen wir die. Wir haben noch ein paar Villen. Ich würde die gerne tatsächlich auch hier hinten hinstellen. Einfach damit man nachher hier noch die Goldschmiede hinstellen könnte. Schauen wir mal. So, 11 Punkte. 13 Punkte. Dann machen wir da noch um 7, 8, 11. Sehr schön. Brauerei. Nehmen wir. Ach, Schamanen, die sind ja nichts wert. ich glaube, die haben wir jetzt so hingestellt, dass wir da. Mal gucken, hier kriegen wir nochmal 8 Punkte. Ja. Stellen wir die mal da hin. Ist okay. 12, 13 durch den Marktplatz unten.
hier auch 13. Ah, schade. 13. Ja, komm, nehmen wir. Wir haben noch eine Stadtmauer. Schade. Na gut. Wenn ich das richtig sehe, 18. Ist okay. 19 nur noch. Na, durch die Mine hier vorne jetzt. Nee, dann ist das hier immer noch am meisten, ja. 19. Nur denn? Da war 16. Was? Verdammt. Der sagt immer nein. Wer? Ich? Dien, du bist was anderes gewöhnt. Ich vertrete dich auch schon bei Minecraft. Ja, 20. 29, okay. 35, okay, das ist jetzt. Da ist schon ein Brunnen, den können wir hier nicht mehr hin. Da wären 28, wäre hier auch noch ein guter Spot. Aber hier mit 35, das ist schon nice. Wie sieht's auf 44? Ja, denn 46, sehr gut. Vielleicht sagt er ja eine Runde Minecraft heute noch, ja. Nee, auch nicht. Das lohnt sich nicht für eine Stunde anzumachen. Da wird es dann auch 2 Stunden und das geht nicht. Wie gesagt, ich habe morgen früh direkt die Handwerker im Haus und... Also mal ganz kurz gucken, was die noch Hopfenfeld, Statue, Lager, Anlage... Die Brauerei wäre dann ein Malus nur. Okay, das heißt, wenn wir das hier hinquetschen könnten... Was nicht geht, weil es auf einem grünen Feld stehen muss, oder? Ja. Schade. 9 Punkte. Nur. Ja, ist halt die Frage, wie das dann mit den Hopfenfeldern aussieht. Wie gut kriegen wir die dann hier noch hingestellt? Versuchen wir es mal so. Ich glaube, das dürfte genügend Platz sein, dass wir rechts und links noch einen hinkriegen. Also Hopfenfelder. Taverne. Und nochmal ein Plateau. Ich wollte gucken, ob ich das Plateau hier reingequetscht kriege, ne? Genau. Und ob ich dann da oben drauf dann auch... Ja, komm, machen wir. 14 Punkte und dann halt den Tempel oben drauf. Minus 35. Ah, ich krieg den. Ah, ich krieg die Dinge jetzt nicht. Ja. Ah, warte. Nochmal zurück. Vielleicht noch näher ran irgendwo. Hier vorne vielleicht. 18. Ich versuch's einfach. Vielleicht komme ich ja noch ein bisschen näher ran. Da sind sie. 35 Punkte kriegen wir. 35. Ah, wir sind hier mit dem drin im... Mit dem Minus drin. Ich stell's mal hier hin und guck mal... Bin ich weit genug weg? Ne, ich bin weit genug weg. Ich kriege aber auch nicht den Dings. Nochmal. Ich komme nicht nah genug ran. Hier ja. Wenn wir es so versuchen. Noch ein bisschen näher. Nein, ich komme nicht dran.
35. 11. Guck mal nochmal, wenn wir es hier näher ranstellen, was hat man dann für Punkte? 35, ja. Er wollte auch Faro mal spielen. Ja, ja. Was ich alles so wollte. Ah. Ja. Ja, es sind immer noch 35 Punkte. Das ist schon in Ordnung. So, Villa. Hier hätten wir 13 Punkte. 13. Wie sieht es hier oben aus? 8, 6. Nö, da komme ich nicht nah genug an. Die Dingen sind dran. 5. Nee. Okay, 13. Hier hinten wären es halt nur 2 Punkte, aber. Kommen wir da rein? Nee, steht zu nah dran. Schade. Wie gesagt, wenn wir halt da die Goldschmiede noch hinkriegen, dann wäre es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hätten hier nochmal einen Markt. Nee. 16, 18. 18 Punkte. Mal ganz kurz gucken. Die Taverne. 27. 31. Das ist besser. Oh, 18. Weil wir an der Brauerei nah dran sind, okay. Ich will mal merken. 23, 37, 31. 31. Und immer 31. Verwirrt sich mal ein Montagprojekt, wenn die Handwerker weg sind. Achso, V wird sicher. Achso, okay, ich hatte mich jetzt wieder angesprochen gefühlt, aber es ist das Spiel V. Nein. also es gibt ja dieses Bills of Egypt oder so ähnlich heißt es, glaube ich, da kann man den Prolog spielen, aber der ist halt auf Englisch. Und mein Englisch ist halt nicht das Beste. Ja, deshalb. Schwierig. Ja, ganz kurz. Das mal wegmachen hier oben. Aber spielt. Warte. Wie wäre es mit Anno oder so anderes Strategie? Pro Stream 1, 2 Missionen. Wenn man sich da daran halten würde. Ja. Aber spielt doch heute noch was anderes, oder? Weil bis 22 spielt ihr ja bestimmt nicht nur Islanders. Machen nicht bis 22 Uhr. Immer noch nicht. Guter Versuch. Er spielt dann sicher noch ein Train Fever Wintermap. Die hatte er mal 2018 angekündigt. Jetzt ist 2022 immer noch offen. Eile mit Weile, ne? Also, ne? Müsst ihr schon. Wie viel würden wir jetzt hier? 15 Punkte tatsächlich schon. Und wir würden jedes Mal 2 Punkte dazu bekommen, wenn wir eine Villa dazu stellen. 15 Punkte. Hier ist alles ein Minusbereich. Da kriegen wir auch nichts mehr. Und hier kriegen wir noch. So rum. Mal gucken. 10 Punkte. Was wird da abgezogen? Ach, die Mauer wird da abgezogen. 10 Punkte. Hier wären es zumindest schon mal 15 Punkte. Nehmen wir die 15. Und 7 für den Park. Dann kriegen wir nochmal neue. What?
Englisch auch nur Sprache für Leute, die keine Zähne aus auseinanderkriegen. What? What? Ja, nochmal. Ziegelbrennerei. Schauen wir mal. Das bringt ja so gar nichts. Diese Ziegelbrennerei. Aha. Wenn wir wenigstens 14 Punkte bekommen, dann könnten wir da unten noch eine Dingens hinstellen, wie heißt das? Sand, Gräber, Rad, keine Ahnung. Also das Ding bringt hier ja gar nichts. Okay, wir stellen es einfach dahin. Ist egal. Kriegen wir wenigstens 14 Punkte. Hier hätten wir nochmal einen Fischer. 11 Punkte. Wie gesagt, mehr kriegen wir da nicht mehr. Dann hätten wir hier nochmal 19, 12, 20. Oh, 20, da 20. Warum? Ich sehe es nicht. Ach, irgendwo gehe ich aus dem Minus aus wahrscheinlich, ne? Ja, hier vorne. Ja, deshalb. Okay, stellen wir da hin. Wir hätten nochmal Mauern. Okay. 15. 11. 15. Wie sieht's hier aus? 11. 17. 10. Da waren 18, glaube ich, ne? Ja, 18 da. Nehmen wir die. 18 mit. 23, 21, 23. 25. 25 hört sich gut an. Nehmen wir. Deswegen wurde ja auch Englisch als Amtssprache in der EU abgeschafft. Naja, ich kann schon Englisch, ne? Aber wenn man halt ein Video drüber macht oder halt einen Livestream oder ich das nachher bei YouTube reinstelle, dann möchte ich das halt auch dann genauer rüberbringen, ohne dass ich dann irgendwie einen Übersetzer dann brauche oder so, weil ich dann lange überlegen muss, was war denn jetzt? 13 Punkte. Okay. 13. Wir kommen, glaube ich, so an unsere Grenzen, ne? Wir werden auch 13 Punkte. Also, ob man den jetzt da drüben stellen oder hier, ist eigentlich egal. Hier könnten wir aber noch mehr Häuser hinstellen. Hütten. Stellen wir hier hin. 13 ist okay. So, dann mal 9. Hier oben aus. 10 trotz Abzüge. Oh, hier sind 12. 13 sogar. Wo denn? Gib her. Und neue Algenfarm. Immer die Algenfarm. Wie sieht das, wenn wir den hier hinstellen, aus? Da kriegen wir keinen Pluspunkt für. Hier ist aber zu wenig Wasser. Mal 13 Punkte bekommen, aber sonst nichts. Hm.
Hier haben wir jetzt kein Minus irgendwie oder so. Algenfarm ist halt beim Plateau, Statue, Algenplantage selber. Plateaus würde noch Punkte kriegen. Schwierig. Oh Gott, Schamanen, zwei Stück. Was soll ich denn damit? Hier. Oh, warte. Aha. Da waren nicht so viel Minus, ne? Ja. Stellen wir es da drauf. 16 Punkte, guck's dir an. Sehr gut. 17 Punkte. Punkte, 13 Punkte. Stellen wir mal die Bilder auf. 6 Punkte. Da hätten wir noch die 8. 8. Okay. Hier auch. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir langsam durch. Hier wären nochmal 16 Punkte. 16 Punkte. Ja, ich glaube, wir sind durch. Mehr kriegen wir nicht. Mal schnell gucken, ob wir hier hinten... Nee. Hier passt auch nichts mehr hin. 7 Punkte, also 16 ist schon das meiste hier. Dann machen wir das. Und wir haben noch eine Mauer. Da kriegen wir aber keine 40 Punkte mehr für. Oder 33 in dem Fall. Das wäre jetzt... Kriegen wir auch nur noch 17 Punkte. Hier wären es 8 Punkte. 18 Punkte. 21. Ja. 21 wäre noch was. Wie sieht es denn hier oben aus? 20, 23. Okay. Ja, schade, schade. Da gibt es nichts. Wenn es 19... Mal drehen. 16. Ja, im Rücken hat man noch die Mine. 3 Punkte. 19 auf jeden Fall. 6. 10. Was hat man hier hinten? 21, ne? Ja. Hier sind es 23. Ja, gut. Das war's. Haben wir wieder schön eine Insel bebaut. Boah. Hätte bestimmt noch mehr gehen können. Gerade in dem Bereich. Hätte hier nicht der Markt gestanden, hätten wir hier auf jeden Fall sehr viele Punkte bekommen, weil die Statue direkt 40 Punkte gibt. Aber ist in Ordnung. Hast du toll gebaut. Bebaut. Dankeschön. Dienchen. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir doch wieder eine schöne Insel zusammengekriegt. Ja, auch im Schnee war es halt schwierig, gerade mit den Schamanen und so weiter, viele Punkte zu machen, weil es halt keine Blumen gab. Ne? Oder wenig. Hier vorne war, glaube ich, eine und hier zwischen war eine. Ne? Dementsprechend konnte man halt die Schamanen nicht wirklich toll hinstellen. Die zwei hier unten haben den hier mit, der und der hat den hier. Ich glaube, ich habe hier unten noch irgendwo einen Schamane hingestellt, da unten. Aber dann war der halt schon mit in der Statue drin. Ja. Und dann kriegen wir natürlich auch noch Minuspunkte überall. Aber ansonsten war das doch schon in Ordnung. Wir haben zwei Villenzentren sozusagen. Einmal hier hinten, da hinten. Obwohl, ja,
Das ist ja nur ein kleines. Da ist nur, weil da das Gold direkt um die Ecke ist. Dann brauchen sie nicht so weit laufen bis zum Goldschmied. Aber hier schön. Ja, hier nochmal aus dem Off sozusagen. Das Internet ist weg und dementsprechend konnte ich halt meinen Abschlusssatz nicht sagen. Das habe ich jetzt mal aufgenommen. Mal gucken, ob ich das hinten noch ranpacken kann. Ich hoffe es, wenn ich das nachher schneide. Wünsche euch ein schönes Wochenende weiterhin und wir sehen uns dann bald wieder hier bei Icelanders, hier bei mir beim VO 1976. Macht einen schönen Abend und lasst euch nicht ärgern. Schön gesund bleiben, macht's gut und bis bald. Tschüss.